Im Hundetraining ist es ganz oft so, dass viele Menschen, auch die bei uns im Coaching sind, sich ganz oft in Details verlieren. Das heißt, sie vergessen einfach mal bei sich zu bleiben und nicht die ganze Zeit kleine Situationen völlig auseinanderzunehmen. Und darum soll es hier auch heute in diesem Video gehen. Also, falls dich das interessiert, bleibst du einfach dran. Hi, ich bin Steve Kaye vom Hundeparadies Harz und Experte für Rudelverhalten. Schön, dass du heute wieder auf unseren Kanal eingeschaltet hast. Und falls du ihn noch nicht abonniert hast, klickst du jetzt hier unten drauf und folgst uns auf Instagram und Facebook. Da freuen wir uns sehr, sehr doll drüber. So, wir sind heute so ein bisschen hier bei uns an der Bodemauer unterwegs. Ich habe den Mötzel mit, unseren guten Hey Hey. Und der darf jetzt hier auch so ein bisschen einfach rumhängen, auch ein bisschen Spaß haben. Ob er jetzt nun hier sitzt, hier steht oder hier liegt, ist mir vollkommen egal. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Wer uns, ich sage jetzt mal, wenn du vielleicht gerade hier auf unserem Kanal gerade neu eingeschalten hast, kannst du natürlich jetzt gar nicht wissen, wer ich so richtig bin, wie meine Philosophie, wie unser Ansatz hier ist. Und im Endeffekt kannst du uns da vielleicht einfach ein bisschen mehr auf Instagram folgen. Gehst einfach mal rüber, da machen wir manchmal so eine Q&As, also Antwort-Fragen-Runden. Und da wirst du einfach ein bisschen besseren Eindruck von uns kriegen. Du kannst auch auf einer Homepage mal gucken, du kannst dir die ganzen Videos mal angucken, damit du einfach verstehst, was unsere ganze Philosophie hier so dahinter ist. Weil ich bin nicht so ein Hundetrainer, der vielleicht so klassisch und starr an viele Schritt-für-Schritt-Folgen festhält, sondern ich bin eher recht flexibel und frei, weil klar, ich als Hundetrainer habe natürlich die Aufgabe, Menschen dahin zu bringen, wo sie hinwollen, und das tun wir auch. Aber grundsätzlich hat das ganz viel mit Harmonie zu tun, dass man einfach auch mit seinem Hund wieder mehr Spaß hat und den auch vertrauen kann. Und was mir halt ganz oft auffällt, ist, dass viele Menschen sich so stark, also so typisch deutsch, im Detail verlieren. Nehmen wir mal so ein Beispiel, da geht es um Belohnungsprinzipien. Ja, darf ich jetzt meinen Hund noch belohnen? Muss ich jetzt immer den Futterautomaten spielen? Oder wie schleiche ich das denn aus? Oder wie mache ich das denn? Das ist so ganz typisch, dass viele Menschen sich so detaillierte Sorgen machen, weil sie 58 Bücher lesen, Haufen YouTube-Kanäle folgen und dann nicht mehr wissen, oh, der macht es nur rein körpersprachlich. Der arbeitet nur mit dem Klicker. Der arbeitet nur mit dies, nur mit jenes. Und was im Endeffekt da eigentlich auf der Strecke bleibt, ja, ist einfach das Bauchgefühl, ein bisschen auf die Natur sich wieder zurückzubeziehen und einfach mal auf sein Gefühl zu achten. Na klar kannst du deinen Hund belohnen, wenn er Sachen gut macht. Und ob du das jetzt richtig ausschleichst oder nicht, das ist doch erstmal noch gar nicht so wichtig. Es ist doch erstmal wichtig, dass du überhaupt ins Handeln kommst. Weil das vergessen halt ganz viele, weil sie eher lesen. Dann üben sie 3 Tage, dann denken sie sich so, ob ich das jetzt noch richtig belohne, aber ich will auch nicht jeden Tag Futter mitnehmen. Das sind so Gedankenprobleme, die man gar nicht haben muss. Man kann nämlich auch einfach mal wieder loslassen und sich keinen Zacken aus der Krone reißen, wenn man mal seinen Hund öfters belohnt. Ich nehme auch immer wieder Futter mit, habe ich hier heute sogar. Ja, guck mal hier, hey, hey. So, und dann kriegt er jetzt einfach mal ein Futterchen, wenn er sich hier hinlegt. Soll er jetzt hier liegen bleiben? Nein, das interessiert mich jetzt gar nicht. Ja, was ich möchte, ist ein Hund, der sich orientiert und der harmonisch mit mir durch den Alltag geht. Und das tut er. Und dann stecke ich ihn hier noch eins rein. Ob ich damit jetzt vielleicht was Falsches belohne oder nicht, ganz ehrlich jetzt, das interessiert mich nicht. Ja, und das ist mal wichtig für dich vielleicht auch zu verstehen. Verlier dich nicht in Details. Analysiere nicht dich noch mal tief in irgendetwas rein. Überlege nicht, was könntest du jetzt noch machen, wie könntest du das machen? Oh, es hat jetzt 3 Tage funktioniert, jetzt muss ich noch was drauflegen, jetzt muss ich das ausschalten. Nein, Mann, bleib doch mal ganz geschmeidig und locker. Wir bei uns hier im Coaching, ne, also wenn du da wirklich Hilfe brauchst in allen Bereichen, vor allen Dingen auch wieder, dass du jemanden mal an deiner Seite hast, der dich vielleicht auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen holt und mal sagt, hey, es ist alles gut, ihr seid auf einem guten Weg, oder nee, das ist total albern, dann kannst du dich hier bei uns melden auf www.steve-kaye.de. Und wir schauen dann mal, ob wir dir überhaupt helfen können und ob wir überhaupt wollen, dir zu helfen, weil ich kann nicht jedem helfen, ja, und ich will auch gar nicht jedem helfen. Das ist so, man muss schon Bock auf unser Konzept haben, Nachhaltigkeit über mehrere Monate miteinander zu arbeiten, weil wir haben viele Menschen, die einfach völlig durcheinander sind, durcheinander. Bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich nicht auf dem richtigen Weg, soll ich das so machen, soll ich jenes machen, das machen, wir sind einfach so dolle durcheinander alle. Und dieses Video dient jetzt ganz einfach dafür, dass du einfach mal auch wieder locker bleibst. Wenn irgendwie 2 Sachen gerade recht gut funktionieren, dann bleib doch dabei. Bleib doch erstmal dabei, festige das, generalisiere das und kümmere dich nicht schon wieder um ein neues Detail, um ein neues Problem, um
irgendetwas Neues. Ne? Hey, bietet mir jetzt hier so ein schönes Platz an, weil er wahrscheinlich einfach nur ein Stück Futter will. Na und? Mache ich mir jetzt meinen Platz damit vielleicht kaputt? Interessiert doch nicht. Ich sehe auch immer wieder, dass viele unter unseren Videos kommentieren, könntest du das noch genauer beschreiben? Könntest du das vielleicht so und so und so? Na klar könnte ich das machen. Aber das Problem ist doch, nur weil du ganz genau weißt, wie Step by Step by Step by Step das ganz genau geht, bist du trotzdem alleine. Und von 100 Leuten reicht das 10 Menschen, kommen damit klar? 80 davon checken es nicht, kapieren es nicht, können es nicht, weil sie durcheinander sind. Und genau das ist ja so das grundsätzliche Problem. Im Endeffekt ist es so, wer wirklich sich nachhaltig ändern will und wirklich eine begleitende Person an Seite haben will, der ist bei uns hier, wie gesagt, genau richtig. Wir haben ein ganzes Team, ob es Ernährung ist, ob es technisch ist, ob es einfach Analysieren von Videos ist, ob es mental abholen ist. Dafür sind wir da, weil wir erkannt haben für uns, das ist unser Weg und unser Konzept, das ist nicht die absolute Wahrheit. Jeder kann das handhaben, wie er möchte. Guck mal, es gibt ja auch Menschen, alles gut bei dir. Es gibt ja auch Menschen, die mögen so Wochenendseminare. Ich halte davon nichts mehr. Ich habe das selber mal gemacht. Aber das ist auch okay. Man kann auch zum Wochenendseminar fahren. Wenn das einem ausreicht, wenn man damit klarkommt, wenn man damit weiterkommt, hey, mach's doch, ist doch in Ordnung. Ich halte auch nichts mehr von Einzelstunden. Wenn du aber glaubst, dass Hundetraining nur so funktioniert, ist doch das vollkommen okay. Ja, das ist ja kein Muss oder ich sage hier, das ist die absolute Wahrheit. Ja, und die Videos, die ich mache, zum Beispiel so wie das hier, das mache ich auch spontan. Ich habe schon wieder vergessen, was ich vor 2 Minuten erzählt habe, weil ich will nicht so glatt sein, so nach Skript arbeiten. Ich will nicht jedes YouTube-Video mit einem Skript schreiben und sagen, darf ich das vielleicht sagen oder darf ich das nicht sagen oder so. Nein, weil genau mich das eigentlich stört da draußen in der Hundewelt, dass alles nur noch so glatt ist und ich darf nur das sagen und das darf ich bitte nicht aussprechen und nur so muss es sein und so muss es sein. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob Hey noch da ist. Hi, mein Schöner. Genau da habe ich nämlich keine Lust drauf. Ich möchte so sein, wie ich bin und so, wie wir Erfolge machen und auch Erfolge feiern. Und das ist die richtige Art aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive. Und unsere ganzen hunderten Kunden im ganzen Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Belgien sind damit zufrieden und kommen damit klar. Ja? Und im Endeffekt will ich eigentlich nur sagen, setz dich selbst nicht so dolle unter Druck, analysiere dich nicht zu Tode, höre viel mehr auf dein Bauchgefühl und wenn dein Bauch dir sagt, das Verhalten ist Kacke, das will ich jetzt nicht, dann handle danach. Und wenn du sagst, ey, das hat er toll gemacht, dann lob ihn dafür. Ob du da jetzt nun 3 Monate lang Futter reinsteckst, na und? Das ist doch nicht schlimm. Natürlich musst du ein bisschen erkennen, ob du jetzt nicht irgendwie eine Erwartungshaltung aufbaust. Das ist mir auch schon klar. Und dafür braucht man aber vielleicht jemanden, der da mal professionell drüber guckt. Ich danke euch, dass ihr heute hier wieder zugehört habt. Vielleicht liked ihr das, teilt das mal, lasst mal ein Gefällt mir da, ein Abonnieren da auf unserem Kanal. Kommt wie gesagt auf Instagram, auf Facebook, da zeigen wir immer noch viel, was im Alltag so bei los ist. Hey, hey, komm mal her. Na los, komm mal her. Sehr gut. Ja, da sieht man nämlich, was wir so mit unseren Hunden immer machen, dass wir auch mit denen in der Natur sind, wo ich sehr, sehr gerne bin, wo wir einfach unsere Ruhe haben, dass wir aber auch in der Stadt unterwegs sind und da kann man uns, wie gesagt, auch immer Fragen stellen und wir freuen uns, wenn du Bock hast, dich nachhaltig zu ändern, dich auch zu ändern, nicht nur deinen Hund oder deine Hunde, sondern auch dich. Und dafür sind wir genau die Richtigen und deswegen gehst du jetzt auf www.steve-kaye.de und bewirbst dich hier bei uns zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns nächste Woche wieder und hey, hey, du bist der beste Hund der Welt. So, bis dahin. Ciao.